Happy Friday, ihr Lieben. Ganz andere Umgebung. Ich bin in einem Hotel. Ich bin eingeladen worden von Dr. Oetker als auch Kopenrad und Wiese wieder beim Taste of December teilzunehmen. Letztes Jahr, falls ihr euch erinnert, war ich in Hamburg mit denen und habe für Kopenrad und Wiese gearbeitet. Und dieses Jahr bin ich einfach nur Gast, worauf ich mich total freue. Das heißt, ich bin gleich auf so eine Art Weihnachtsevent schon mal und uns werden ganz viele schöne Sachen von den verschiedenen Firmen gezeigt, die wir aus deren Produkte machen können, die halt alle relativ weihnachtlich sind. Da sind ganz viele so Blogger-Kollegen von mir, die ich alle nicht kenne. Ich kenne, ich glaube, ein oder zwei Leute, die da sind und das auch nur online, also über Instagram-Message und so. Das heißt, ich bin sehr aufgeregt, nicht? Ich bin ein bisschen so nervös, ob man mit mir sprechen mag, weil ich an sich gerade bei neuen Leuten immer sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern bin und mir das schwerfällt, mich selber vorzustellen und bei jemandem Hallo zu sagen. Naja, bin ich ein bisschen nervös, aber ich glaube, es wird ganz cool. Was ein bisschen schade ist, letztes Jahr war halt die Nicole auch da, von Nicoles Zuckerwerk. Und die ist dieses Jahr komischerweise und leider echt einfach nicht eingeladen worden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das heißt, ich kenne halt noch nicht mal Nicole, noch nicht mal meine Foodtuber-Kollegin, YouTuber-Kollegin ist auch nicht da. Ich habe halt daher die Vermutung, dass ich die einzige YouTuberin bin, was manchmal ein bisschen, ich weiß nicht. Ich versuche auf jeden Fall mit einem, wie sagt man, Open Mind da dran zu gehen und einen schönen Tag da zu verbringen. Ich bin mich gerade noch in den letzten Zügen am Fertigmachen. Ich würde euch gerne hier hinstellen, aber es ist so tief. Wenn wir es hier lassen, dann könnt ihr mich ja gerade nur von der Seite sehen. Ich wollte mir nämlich die Haare noch aus dem Gesicht hier machen. Dafür, oh, okay, ihr steht noch. Bleib. Egal. Mit meiner praktischen Pillendose hier, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da sind meine Nägelchen, Haarnadeln drin. Ich bin gestern hier angereist, gestern Abend, Nachmittagabend. Um kurz nach 3 sollte eigentlich mein ICE in Düsseldorf losfahren. Kurz nach 8 hier in Berlin ankommen und dann stand ich aber am Bahnhof, mich in Düsseldorf absetzen lassen am Bahnhof. Und dann steht da ja, ihr ICE fällt aus. Dachte ich mir auch toll. Die wenigen Male, wo ich wirklich mit einer Bahn fahre und dann fällt dieses blöde Ding auch noch aus, war ich kurz ein bisschen nervös, bin ich zur Info gegangen. Die haben mir dann den nächsten Anschlusszug halt aufgeschrieben, dass ich mich da hinsetzen oder da rein konnte. Hinsetzen, ganz anderes Thema, weil dadurch meine Sitzreservierung halt flöten gegangen ist, weil es eine andere Bahn ist. Da muss ich die erste Stunde oder so im ICE, der rappelvoll war, weil alle diesen Ersatzzug dann genommen haben, musste ich dann stehen. Und irgendwann habe ich den Schaffner gefragt. Das war so ein junger Kerl, sag ich, glaube so irgendwie besteht die Möglichkeit, dass so man Ausschau halten kannst nach einem freien Platz. Kann man da irgendwas machen? Und dann meinte er, ja klar, kein Problem, er geht mal gucken. Und dann kam er 3 Minuten später wieder und meinte, du, mitkommen, wo ist dein Koffer? Und hat dann meinen Koffer an sich gerissen und ist dann mit mir durch die ganze Bahn gerannt. Also wirklich, der hatte so einen straffen Schritt drauf. Und meinte, hier, keine Reservierung, beziehungsweise ich habe dich jetzt hier reserviert und der wird bis zum Ende deiner Fahrt für dich halt, es kommt kein anderer mehr, du musst nicht aufstehen. War voll geil, da war ich echt dankbar und da habe ich mich echt drüber gefreut. Konnte ich halt in der Bahn, ich stelle euch mal hier an. Konnte ich den Rest des Weges in der Bahn halt voll viel Arbeit. Ich kann dann meine Jeans anziehen, ohne dass sie das sehen. Und habe dann in der Bahn auch Gott sei Dank noch echt viel geschafft bekommen, Gott sei Dank. So die 3,5 Stunden, die ich dann noch da saß, hatte ich meinen Laptop dabei und konnte dann noch Untertitel für mein aktuelles Video, das Savarin-Video, keine Ahnung, wann ihr das sehen werdet, konnte das bearbeiten. Und einige E-Mails beantworten. Also das war dann, da war ich echt froh, dass ich dann sitzen konnte, noch ein bisschen arbeiten konnte, weil das war eigentlich die ganze Zeit der Plan. Ich bin heute halt den ganzen Tag jetzt hier. Um 12 geht dieses
Event los. Wir haben jetzt 20 nach 11 oder so. Ich habe auch jetzt schon ein bisschen am PC gerödelt und gemacht und ge-E-Mailt. Ich muss jetzt gleich aber trotzdem nochmal mit jemandem telefonieren. Ich glaube, das mache ich aber auf dem Weg dahin. Von Patty versandt jemand. Okay, genug gequatscht. Das Intro ist schon wieder ewig lang. Ich weiß nicht mehr, ich bin gerade ein bisschen so aufgeregt. Also, ich glaube, ich melde mich dann, wenn ich da bin, wenn ich mich traue zu filmen. Mal gucken. Also, bis später. Ich geh mal kurz hier nach. Boah, die Sonne scheint so krass. So. Das ist ganz schön. Ich glaube, ich habe auch schon jemanden gefunden, mit dem ich ein bisschen quatschen kann. Also, alles gut. Ich glaube, ich habe ja auch schon ein, zwei Clips. Ich muss mal gucken, was ich euch reinschneide oder nicht. Aber es ist sehr, sehr schön. Da wird gerade gebastelt. Und da gehen wir jetzt rein. Da wird gerade schon geredet und gemacht. Von einem Kollege von mir hier auf YouTube, wo ich nicht wusste, dass er da ist und ich glaube, er kennt mich auch nicht. Aber das würdet ihr dann jetzt gleich auch sehen. Also gehen wir mal rein. And my dear, we're still goodbye. Jetzt geht es an die nächste Session, die wir mit Dr. Oetker machen. Es gibt noch zwei andere, da wird Kuchen gebacken von Dr. Oetker und von Koppenrad und Wiese und eine andere von mit so Cocktails. Aber das ist halt uninteressant für mich, das wisst ihr ja. Deswegen, was wir jetzt hier machen mit den ganzen Sachen, die hier stehen, ist, dass wir Lebkuchen ausgarnieren dürfen. Jetzt unoptimal mit dem Licht, aber egal. Und dann dürfen wir das an Leute verschicken oder mitnehmen und uns aber erstmal komplett mit den ganzen Produkten auslegen. Es könnte mir gerade nicht besser gehen. Ich habe mir gerade noch Kaffee geholt. Hier sind wir, Fabrik 23. Und sehr schön. Neben mir wird auch konzentriert gearbeitet. Die Mareike. Sehr gelungener Tag bis jetzt. Wrap me up, wrap me all up with your love. All that I want, fill me all up with your love. Visions of you have been all in my head. This time last year you were here in my bed. Ihr Süßen, das ist aber ein Location-Sprung, ha? Aber bin ich in Arkaden? Wir haben, keine Ahnung, 8:45 oder so. Und das Event war jetzt so gut wie zu Ende und ich bin jetzt mit der Jenny von Muffin Queen zum Hotel gelaufen. Beziehungsweise ich habe sie zur Bahn gebracht, weil das gegenüber vom Hotel ist. Wir sind quasi einfach zusammengelaufen und
Ich habe zwar auf dem Event gegessen, ich weiß aber, dass ich gleich noch Hunger haben werde. Ich bin deswegen hier im Bahnhof, sind irgendwie Arkaden. Kollege. Und habe mir deswegen hier jetzt noch Nudelsuppe und ein bisschen zu snacken gekauft. Ja, das ist jetzt mein Plan. Ich würde sagen, ich melde mich aber, wenn ich im Hotelzimmer bin, weil ich habe einiges für euch mitgenommen, wo wir gleich schnell mal kurz drüber gucken können. Und so. Bis gleich. Ihr Süßen, jetzt bin ich auch wieder zu Hause, wollte ich sagen, im Hotelzimmer. Ja, ich wollte ein bisschen mit euch quatschen, würde mich aber gerne kurz bequem anziehen. Ich habe nämlich hier sogar noch mein Sticker. Lisa, Kuchen für Lisa, denn das haben alle Teilnehmer bekommen. Vielleicht ziehe ich mal kurz meine Jogginghose an, Sekunde. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich alles ins Video bearbeiten werde von den ganzen Aufnahmen, die ich heute gemacht habe, weil da waren, glaube ich, echt schöne bei, weil das Event einfach super, super schön war. Genauso wie letztes Jahr, nur dass ich das dieses Jahr richtig aufsaugen konnte und richtig genießen konnte und einfach richtig, es war einfach super, super stimmig. Auch waren die Leute, alle, mit denen ich auf jeden Fall gequatscht habe und die eventuell auf mich zugekommen sind oder so, oder auf die ich zugegangen bin, ja, ich habe mir Mühe gegeben, ich ziehe mir gerade die Hose aus, tut mir leid, die waren auch alle super lieb und interessiert, tut mir leid. Ja, das war mein Kleingeld. Das heißt, meine Sorge war natürlich so ein bisschen unbegründet, aber das weiß man ja vorher nie so richtig. Und nur weil ich letztes Jahr jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht habe, heißt es nicht, dass dieses Jahr dafür umso besser war. Also es war echt super, super schön. Ich habe Sachen für euch eingepackt, eine ganze Menge. Es gab dieses Jahr zwar keine Goodie Bags, aber dadurch, dass ich ja relativ dicke mit der Inga bin von Dr. Edgar, hat die gesagt, guck mal, hier ist noch eine Kiste voll mit Zeug, willst du das mitnehmen oder willst du was davon einpacken? Sage ich nicht nein, das Ding ist nur, ich habe genug davon und ich kann auch immer, das ist halt ganz schön, ich könnte immer fragen, kann ich davon was bekommen und dann würde sie mir was schicken. Deswegen habe ich, als ich dazu gegriffen habe, eher an euch gedacht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das, vielleicht setze ich euch hier hin, gucken, ob das klappt. Setze mich aufs Bett. Ja, geht jetzt nicht besser. Steht wieder auf der Lampe. Und ich habe ein bisschen was eingepackt. Das Einzige, was wir mitgegeben bekommen haben, ist wie letztes Jahr Prosecco, genau. Trinke ich nicht, das heißt, das wird auch einer von euch bekommen. Dann haben wir mitbekommen, das finde ich echt süß, aber es kann auch mein Bruder. So ein Brettchen hier, Taste of December steht hier. Und was steht hier? Merry Christmas and Happy New Year. Das ist das Einzige, was wir an Goodie so richtig mitgegeben bekommen haben. Das hier und den Sekt hier. Was dann mir auch noch in die Hand gedrückt worden ist von Marc, heißt er, ne? Ich kann mir seinen Namen nicht merken, aber ich bin quasi ein großer Fan von ihm. Deswegen ist es so ein bisschen so eine Kugelform. Könnt ihr die sehen? Ja, ne? Weil er ja so Schokokugeln gemacht hat. Obwohl er andere Formen benutzt hat, aber nichtsdestotrotz hat er mir die auch noch mitgegeben. Hinterher, ich habe noch genug davon, die sind mir zugeschickt worden, vielleicht willst du die ja haben. Und die haben einen Originalwert von, 3,50 Euro, aber nichtsdestotrotz eine schöne Halbkugelform. Und dann habe ich diesen ganzen Beutel für euch eingepackt, voll mit Zeug. Also, passt auf. Das Witzige ist, dieser Beutel hier ist von der Inga selber, also von der Dame von Dr. Edgar selber. Den muss ich dir auch noch zurückschicken. Ich will ja nicht ihre Tasche klauen. Wir durften erstmal mitnehmen unser Spritzgebäck, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Ich glaube, das habe ich nicht gefilmt, aber wir haben veganes Spritzgebäck gemacht. Und was ist jetzt hier noch drin? Einmal, zweimal. Den dritten behalte ich. Diese Bambus Trinkbecher, Thermotrinkbecher. Drei Stück habe ich hiervon. In einem ist Gebäck, was ich mitnehmen wollte. Das heißt, zwei werde ich auf jeden Fall verlosen. Genau, hier ist Gebäck drin. Das zwei wollte ich auf jeden Fall verlosen. Auch in den Lostopf. Drei Schokoblätter-Dinger. Plus
Schoko-Deko-Herzen plus nochmal Schoko-Herzen plus Dekor-Stern-Gedrisse plus Zuckerschrift. So. Dreimal plus Marzipan habe ich für euch eingepackt. Plus Kuchenglasur. Ist auch einfach immer gut zu haben. Plus, hier ist noch eine Zuckerschrift. Noch eine Schokoglasur. Jetzt kommen wir zum Ende. Nochmal Marzipan. Viermal Speisebackfarbe. Zuckerstreusel. Und das letzte gehört so gar nicht hierzu, aber ist auf jeden Fall auch dabei. Ich mache das mal auf. Ein Dosenöffner von Schöfferhofer. So, ich werde aus diesem ganzen Kram, der jetzt hier gerade so um mich liegt, wie ein See, werde ich zwei Pakete machen. Moment, stehen bleiben. Werde ich zwei Gewinnpakete machen. Kann ich das Licht anmachen? Und die verlosen. Ich sortiere gerade mal und melde mich in einer Minute nochmal. Sekunde. Okay, oh, jetzt sieht man auch, wie müde ich schon bin. Ich habe das jetzt in zwei Pakete sortiert. Es lohnt sich eh nicht, euch zu zeigen, wie jetzt die Pakete aussehen. Das ist eigentlich total egal. Doch, so könnt ihr es aber sehen. Ein Paket, ein Paket. Und was ihr dafür tun müsst, weil ich gerade keine Ahnung habe, was wir da am besten tun, ist, dass ich die Teilnahmebedingungen einfach wie immer in die Infobox schreibe. Schaut da einfach mal nach. Da sollte dann stehen, was ihr tun müsst, um eins von den Paketen zu gewinnen. Ganz easy eigentlich. Ja. Was ich noch kurz erzählen wollte, weil ich das super cool fand, dass Dr. Edgar das so angeboten hat. Habe ich das erzählt? Ich weiß es nicht. Wir durften ja solche Sachen ausgarnieren und dekorieren, was ich cool fand und wo ich mich auch total ausgelebt habe. Das war echt schön. Und von den ganzen Sachen, die wir benutzt haben, davon ist ein Set zusammengestellt worden, also von ganz vielen verschiedenen Sachen. Und das durften wir an jemanden schicken. Das heißt, die Sets waren alle schon vorgepackt und wir mussten einfach nur eine Adresse draufschreiben, eine kleine Notiz reintun und jetzt geht das die Tage dann zu der Person, an die wir das schicken dürfen, wo ich mich total darüber freue. Es hat auf jeden Fall jemand richtig gut getroffen. Das wird ganz schön. Ich glaube, die kippt vom Stuhl, wenn die das Paket aufmacht. Ja. Ich glaube, ich beende das Video jetzt schon. Weil viel habe ich nicht mehr zu sagen. Morgen um 9 geht mein ICE nach Hause. Ich hoffe, der fällt nicht aus dieses Mal. Ja, ich gehe jetzt duschen, abschminken. Ich kann das nämlich gar nicht mehr haben hier. Und setze mich dann hier ins Bett. Mache noch ein paar E-Mails, weil eben eine ganz coole Anfrage reingekommen ist, während ich am Dekorieren war, wo ich mich jetzt direkt drum kümmere. Also, ja, ich freue mich schon. Gut, dann freue ich mich schon auf eure Kommentare. Total, auch wenn es wieder ein etwas anderes Video ist und es ja irgendwie schon fast eine Art Werbung ist. Aber der Tag war einfach so schön für mich, dass ich bewerbe mit solchen Videos natürlich die Firmen, die mich dazu einladen, aber warum sollte ich nicht einen schönen Tag, den ich hatte, mit euch teilen, weil ich weiß, dass ihr euch auch immer für mich freut, wenn ich sowas mache. Und ich glaube, ihr hättet da auch total Bock drauf, sowas mal zu machen. Deswegen freue ich mich immer, sowas mit euch halt zu teilen. Im Vergleich zum großen Kanal. Okay. Genug geblubbert. Ich esse jetzt ein paar Chips. Geh duschen und mich abschminken. Dickes Küsschen, Licht und Liebe. Und bis demnächst in der Backstube ganz regulär. Tschüss.